So, und jetzt gibt's hier Rollen, ja, und diese Rolle kann halt gewisse Sachen machen. Wenn wir eine rote Rolle haben, müssen wir Leute töten, wenn nicht, dann müssen wir es halt nicht tun. Ey. Hallo. Mel, hey, wollen wir uns nicht einfach direkt aus dem Staub machen? Lass uns gehen, komm. Nee, doch, jedes Mal falle ich bei dir drauf rein und dann killst du mich. Wie nennt man das? Ins Bayou, sagst du doch immer. Wir gehen jetzt ins Bayou, ins Bayou, ja. Komm, wir gehen ins Bayou. Aber so sag ich das nicht, ich hab nicht so eine rauchige Stimme. Doch, könntest du aber, glaube ich. Ja, bestimmt. Kannst du das mal so sagen? Ich bin ins Bayou. Nee, das kann ich so. Mel, sag mal bitte. Ich bin nicht so auf Knopf drauf. Einmal. Nein. Na, wen kannst du das sagen? Ich geh ins Bayou. Ich geh ins Bayou. Siehst du, das war, hätte auch Mel sein können. Oh, was? Macht eure Aufgaben! So, was kann ich jetzt noch machen? Wo seh ich die denn? Ach, da. Links und oben rechts, Map, kannst du Tab drücken, kannst du auch. Ey, wir können reden, Alter. Bist du böse? Du bist eine rote Ente, Alter. Ich bin eine böse Ente. Sollen wir einfach jetzt sagen, wir vertrauen uns jetzt, egal ob wir jetzt böse sind oder nicht? Ich meine, wenn ich böse wäre, dann würde ich dich jetzt töten. Habe ich noch nicht gemacht. Wenn du böse bist, könntest du mich auch töten, brauchst du aber nicht. Ich habe Informationen, die du gebrauchen kannst. Guck dir meinen Blick an, das sagt schon alles über meine Fähigkeiten. Okay, pass auf, ich hab Fähigkeiten. Ja, okay, okay. Und diese Fähigkeiten, die sind da. Ah, okay, verstehe. Geh raus mit dir, wir dürfen nur Nackte rein. Wir gehen woanders hin. T-Shirt-Träger sind dir nicht alle. Nee, ich distanziere mich. Ich distanziere mich. Nee, also ich habe nur gesehen, wo die Aufgaben sind, aber ich weiß nicht, also ich sehe die Aufgaben, aber ich weiß nicht, was genau. Wo sie sind. Junge, ich liebe einfach. Okay, wenn du Fragen hast, mach einfach. Daro, halt Maul, jetzt geh mal deine Aufgaben machen, lass mal den Mann in Ruhe. Aha, Curry will dich alleine für sicher. Ja, ich hab schon viel mehr geredet mit Naveen als mit du. als mit du. Okay, warte mal, 117? Bisschen Fokus, ja, das ist wichtig, Leute. Es geht hier um Leben und Tod. Hört auf zu lachen! Das ist echt scheiße, wisst ihr das? Ey, Naveen, okay. Was ich gerade sagen wollte. Hey. Einer ist tot! Einer ist tot! Es ist einer gestorben, komm schnell! Was? Vertrau mir! Einer ist tot! Okay, Nina ist gerade nach oben gelaufen. Wo ist der Button? Wo ist... Alarm! Alarm! Hier ist ein Kochtopf. Egal, Alarm! Nina ist hinter uns! Alarm! Hallo, ich habe einen toten Vogel gefunden. Es ist offensichtlich Andy und zwar ist der unter diesem Drückpunkt, wisst ihr? In dem Aufenthaltsraum. Ich habe leider niemanden vorher gesehen oder ähnliches. Aber beim Aufenthaltsraum. Ja, im Aufenthaltsraum. Okay. Kannst du übrigens, kannst du oben rechts die Map öffnen, ne? Kannst du gucken. Wo du bist. Ich habe auch niemanden gesehen in der Nähe. Ist Cafeteria, ne? Warte, ich bin Sicherheit. Aufenthaltsraum. Hä? Wer war das? Wer war's? Ich war das? Warte. Akmala, wen hast du gesehen? Wen hast du gesehen, Akmala? Du bist infiziert mit Heliumstimme. Hina und Daro. Aha, Naveen. Hina ist uns gerade hinterhergerannt. Wir hatten ganz kurz Angst. Hina, Daro und ganz kurz Mel, aber das war zu kurz. Aber das waren zwei Sekunden, dass ich bei Also euch war. Hina und Daro waren die letzten, die wir auch in Richtung da Alarmraum die können da unterwegs gewesen sein. Ich war Cafeteria. Ja, jetzt gerade warst du da, Hina, aber wir wissen nicht, wo du vorher warst. Ja, du hast mich auch nur eine Sekunde gesehen. Ja, und ich habe keine helle Stimme. Akmala, hast du sonst niemanden gesehen? Ich habe nur die beiden gesehen. Überspringen! Leute, denkt an euer Boot, was für Uwu! Hier sterben Enten, Gänse, mein ich. Es ist schon wieder komplett... Ich hab schon Nachrichten gekriegt. Du hörst dich so geil an! Ja. Ja, das krieg ich nie, die Nachricht. Ja, dein Uwu ist... Oh mein Gott. Ich nehm alles zurück mit dem Voice-Chat. Wir machen ganz schnell eine Aufgabe und hat das nie. Es ist nie passiert, okay? Es ist alles nie passiert. Aha, da. Oh, Daro will mich töten! Daro will mich töten. Daro stand gerade hier an der Wand, Leute.
Zur Erklärung meiner Rolle, ich kann einmal im Rundenverlauf kann ich mir anzeigen lassen, ob Menschen tot sind oder nicht. Gerade haben wir 1 von 7 gesehen. Oh nein. Nee, schon ein actiongeladenes Spiel, so. Schon, super. PC ist hochgefahren. Okay, wir machen einmal unsere Superkraft. 2 tot! Es ist wieder jemand gestorben! Es ist jemand gestorben! Warte mal. Es ist jemand gestorben! Jemand tot! Hallo! Hallo! Ich muss Alarm drücken. Ich muss Alarm drücken. Ganz wichtig. Nicht Naveen! Also, ich habe wieder einen Toten gefunden. Das ist Naveen. Und die letzte, die ich gesehen habe, die aus der Richtung gekommen ist, war Hina. Wo ist denn das nochmal? Wo ist denn der Tote? Das ist bei Reaktor. Aha. Reaktor, wo ist das denn? Ach so, da. Ja. Ja, kann ja, sein. Kann sein. Kann es natürlich auch Aussage gegen Aussage jetzt sein. Also, wir haben bisher 2 Tote. Hina? Ja. Sag mal was dazu. Ja, ich war in dem Gang. Ich habe Mel gesehen und keine Ahnung. Weiß nicht. Aha, keine Ahnung ist aber immer sehr sass, ne? Ja, natürlich. Aber Daro stand auch einfach irgendwie mit dem Kopf gegen der Wand irgendwie ganz kurz einmal. Und dann ist er mir hinterhergelaufen instant. War ein Traitor-Shop. Das war auch ein bisschen creepy. Gibt's hier nicht, Hina? Du hast dich leider jetzt selber irgendwie ans Messer reingeliefert. Okay, Hina ist sass. Okay, aber wir können ja Hina jetzt noch nicht voten, oder? Hina einfach sass. Daro würde ich auch ein bisschen sass sagen. Akmala ist ja safe, ne? Also warum? Akmala ist ja safe. Also warum? Sie ist die Einzige, die mir aus der Richtung entgegengekommen ist. Daro, du bist gerade gegen eine Wand gelaufen. Natürlich bist du sass für mich. Hey, wieso kriegt die 3 vor... Seid ihr besoffen, halt? Ey, wenn das jetzt falsch ist, ne? Wenn das richtig ist, liebe ich euch alle. Aber wenn das falsch ist, dann haben wir ein Problem. Ah. Okay, ich hab nichts gesagt. Ich kann nichts sagen, aber ich hab mich verklickt. Ich hab mich selbst gefotet. Was? Nein, was? Oh. Ja. Das erinnert irgendwie an Daros Move. Ich kann nicht mehr. Das ist hier Security-Team, ja? Das ist wichtig. Also Code nicht? Ich kann nicht mehr, Chat. Wie kann man sich denn selber voten als... Was hat sie denn damit auslösen wollen, bitte? Dieses Spiel ist einfach auch so ein... Ja, klar, gern. Nächstes Mal machen wir dann das Duell. Was? Empfang ist ganz schlecht an! Werde rausgewählt, um zu gewinnen. Da haben wir schon mal das Passende für an. Map. Map, map. Map. Ich geh. Lass mich! Wieso hast du so Hall? Wieso hast du so Hall in der großen Halle? Ich bin in der großen Halle, hör auf jetzt! Andi! Ja, was denn? Du hast gerade einen Satz angefangen wegen dem Duell. Wie ging der zu Ende? Ja, nächstes Mal machen wir das Duell auch da, wo du sagst und nicht in einem anderen Raum. Aber war das nicht die Kommandobrücke, da wo ich stand? Nein! Wo waren wir denn da? Wir waren im Kommunikationsraum. Oh, ja, stimmt, du hast recht. Sorry. Deswegen habe ich da auch noch nicht mehr gerechnet. Sorry, ja, ich habe die ganze Zeit Leertaste gespammt. Okay, wir müssen jetzt irgendwo aus dem Blickwinkel von allen sein. Und dann müssen wir am besten... Also am besten wäre es eigentlich, wenn wir eine Leiche finden würden. Nur Naveen hat doch Dreck am Stecken, hör doch auf. Macht Spaß, euch zuzuschauen. Gute Laune brauche ich. Warte. Wir können vielleicht Naveens Unwissenheit können wir nutzen, falls hier jemand kommt. Oh, ja. Finde die Leiche. Hallo. Ich habe Akmala. Nein, wen habe ich gefunden? Ich habe Hina gefunden.
die lag unten bei der Brüterei, ganz komisch halb geschlachtet bei so einem Dingens, und ich habe da Kevin von weglaufen sehen, also wirklich 2 Sekunden später, der ist an mir vorbeigelaufen. Warte mal, stopp. Nein. Bin ich halt weiter nach rechts rund. Und dann lag da die Leiche und dann musste ich erstmal gucken, welche Taste das ist, wie man das jetzt meldet. Ganz kurz, wo genau lag die? Wo genau lag die? Bei der Brüterei unten bei so einem großen. Hat man die gut gesehen? Kreis? Die hat man gut gesehen. Und du bist genau, du lassest eine Sekunde oder so da an mir vorbei und dann bin ich darüber und dann habe ich gesehen, hey, was ist das? Und dann brauchte ich erstmal mit meinem alten Gehirn so viel, um Junge, dann festzustellen, da liegt die Methode. Hast du gerade einfach den Safe Report gemacht oder was? Nein. Schöner Versuch, ich bin zu verwirrt. Aber du bist rot. Ja, und du bist sass, Mann. Ey, ich schwöre, ich hab die nicht gesehen, ne? Die Sachlage ist felsenfest. Ich hab, nein, warte, ich hab wirklich nicht gesehen. Ich weiß, Button leuchtet aus und so, aber ich hab die nicht gesehen. Ja, Leute, ich wusste doch, dass wir mich vertrauen können. Warum ich? Die Sachlage ist klar, sag ich doch. Hm? Akmala. Was denn? Hä, bei mir hat Akmala aber kein Wort. Vote dich selber, du Dick. Stimmt, ich muss mich ja. Wobei, ich darf mich, glaube, darf ich mich selber voten? Andi, sag, was du getan hast. Ja. Sag's. Hallo. Akmala gewotet. Nee, sag mal. Ich hab Akmala gewotet. Du hast Menschen umgebracht, aber warum votest du Akmala? Warum? Nö, Akmala hab ich noch nie umgebracht, ich hab sie nur gewotet. Ja, aber du votest. Ja, ich hab gesagt, du hast Menschen umgebracht und du votest Akmala, warum? Naja, warum nicht? Was hat er den Schub gegeben, dass du Akmala gewotet hast? Ist witzig. Mein Auge berührt dein Auge. Das ist irgendwie ein bisschen zu nah gerade. Kannst du meinen Augapfel lecken? Hab einen Termin, muss dringend. Ist das doof, Alter. Ich kann halt auch keine Aufgaben machen, ne? Leute, würdet ihr meinen Augapfel lecken eigentlich? Okay, sollen wir eine Alarmglocke läuten und dann sollen wir einfach irgendwas sagen? Sollen wir einfach so... Einfach so eine Scheiße, aber wie die Reaktion dann immer, wie die einfach so stehen bleiben und sich einfach so fragen, so, what the fuck, Alter? Was ist das? Nein! Oh, Andi tot. Hallo, ich habe Andi gefunden. Und zwar lag der bei Motoren. Motoren? Okay. Hast du jemanden gesehen? Ja, leider gar niemanden. Wie lange ist der schon tot? Nee. Schwierig. Weiß ich nicht. Wir lassen einfach brüten bei Naveen. Naveen hat immer noch den Gedanken, dass ich es sein könnte. Unten beim Lager und ich habe Kevin gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das euch irgendwas hilft. Ich habe auch nur Curry und Daro gesehen, aber das ist halt auch schon ein bisschen her gewesen. Ne? Ich weiß ja nicht, wie lange der da liegt. Also Daro kam eigentlich von rechts, als ihr mir entgegengelaufen seid. Und von der Brücke, glaube ich, da kamt ihr her oder so. Ja, aber man kann ja auch wenden. Kann man auch, ja. Aber würde man ja nicht machen, oder? Das macht man doch. Das macht doch keiner. Also mit Andi habe ich vorhin, der hat eigentlich mein Angebot abgelehnt, meinen Augapfel zu lecken. Das ist halt scheiße. Deswegen bin ich auch gar nicht so traurig. Also einigen wir uns, Naveen ist es, ja? Daro wieder dritter, 4000 sein Poster, ne? Gerade macht er den Sherlock und jetzt ist er plötzlich, weiß er gar nichts mehr. Daro muss raus. Ich krieg wieder ein Vote, alles klar, danke. Naveen, ist das dein Vote, Naveen? Du wirst der Nächste sein. Jetzt müsste eigentlich Naveen tot sein. Das war eine Drohung, hast du gehört, ne? Ich hab Angst. Ja. Leute, noch ist der Kessel nicht ausgelutscht, ne? Was auch immer das für ein Sprichwort sein soll. Hilft der Aufgaben? Guten Tag an alle, die gerade noch dazu joinen, Leute. Macht's euch gemütlich mit euren Federärschchen. Wir dürfen halt nur nicht den Bösen in die Finger rennen, ne? Hä? Du bist tot! Wie kannst du noch leben?
Achso, ich bin tot. Achso, cool, Alter. Das wusste ich ja gar nicht, dass ich tot bin. Der rennt. Navain sagt, ich bin tot. Okay, ich gehe jetzt den Alarm-Button drücken. Ich glaube nicht, dass sie so weit denken. Oh, ich habe gefurzt aus Angst. Scheiße. Bin ein bisschen verwirrt, Leute. Hallo. Hallo. Achso, da ist ja jemand tot. Da ist tot. Ich bin gerade Navain entgegengelaufen. Der sagt zu mir, hey, du bist tot, du kannst doch gar nicht reden. Warum sagst du das, Navain? Ja, ich bin vollkommen verwirrt von dem Spiel. Ich habe gedacht, du bist rausgevotet gewesen. Nö, es war doch nur ein Vote. Der Rest hat sich ja, guck mal, da unten, da waren die Enten, die waren geskippt, ja. Ein Vote für mich, das ist natürlich, mehrere Enten haben geskippt und nur ein Vote für mich, da kann ich dann natürlich nicht. Mehrheitsvote. Genau, okay, verstanden. Ja, sorry, ich bin... Ich glaube, er hat mich gerade schon tot gesehen. Daru ist tot, Leute. Hallo, Navain, was hast du dazu zu sagen? Aber wo liegt der denn? Ja, gar nichts. Ja, der liegt auf der Brütereiseite. Woher weißt du das? Das kann Curry doch gar nicht sagen. Doch. Haben wir doch gerade gesagt, also oder nicht? Hä? Aber du hast doch auf den Knopf gedrückt, oder nicht? Ja, das habe ich nur gemacht wegen Navain. Aha. Ich hatte Angst. Sorry. Was denn? Es sterben hier Menschen. Einer von uns ist es. 4 Leute. Kann doch nur die Wahrscheinlichkeit auf die rote Ente sein, oder nicht? Hä? Ach, halt's Maul. Ich glaube nicht, dass es ich liebe euch alle. Ich wollte gerade sagen. Ich habe zwischen Navain und Mel geschwankt. Na toll. Weil Navain kann auch gut schauspielern. Der hätte auch das und hat halt den Bonus. Navain kann gut schauspielern. Ich hab mir so Mühe gegeben, euch alle zumindest nach und nach rauszuschlachten. Oha, Mel, ey. Ich fand das sehr unfair. Mann. Also gut gemacht, Mel. Ich hab dich nur für deine Mülltrennung gelobt. Ja! Ja! Indem du mich abschlachtest! Geil! Ja, sorry. Du standest da so rum und dann wollte ich dich auch entsorgen. Findest du übrigens unerträglich, dass Andi die ganze Zeit Random Votes macht? Der sagt gerade zu mir, ich habe Akmala gewotet, obwohl er mir dafür keinen Grund genannt hat. Der hat gesagt, ist doch lustig. Akmala, sei vorsichtig vor Andi, ne?